So, Freunde, was glaubt, ich bin spät dran. Ich weiß, sorry. Aber mir ist was Wichtiges dazwischen gekommen. Magalgine hat es nicht gut gefühlt. Dementsprechend, gute Besserung geht an sie raus. Nee, aber alles gut mittlerweile. Hat es gebessert. Dementsprechend kommen wir jetzt hier an der Stelle mal. Ja, Brille brauche ich eigentlich nicht. Dokkan Battle, ihr wisst schon Bescheid, was Sache ist. Ich nicht. Meine Reaction gibt's dazu. Let's go. GT gegen bla bla bla. Ja. Und Goku-Thema. Goku-Vegeta-Thematik. Jetzt die Main-Character sind folgende. Ja! Jawohl! Alter, die Gott-Version ist heavy. Was mit Vegetas Ass passiert, Alter? Was haben die da gemacht? Einfach platt gedrückt. Der ist doch mal richtig thick unterwegs. Aber gebt euch das Artwork. Das sind, by the way, Next-Level-Artworks. Die sehen irgendwie anders aus. Das war wahrscheinlich ein anderer diesmal. Aber warte mal. Das heißt, wir können sie, also die Transformation ist zu Goku und Vegeta Blue. Endlich haben wir mal einen geilen Goku und Vegeta, Alter. Das hat's mir fett angetan. Das hat's mir richtig angetan. Oh mein Gott. Das hat mich abgeholt. Ich hatte keinen Bock auf so Ding, ne? Aber das hat mich abgeholt. Auf Fusion und so. Aber das hat mich abgeholt, vor allem, dass die Gott-Version ist. Weil eigentlich wäre ich vielfacher. Ich habe ja jetzt, bevor ich das gesehen habe, gedacht, ich gehe auf die Vierfachen eher. Aber dadurch, dass sie als Gott starten, bin ich definitiv dabei. Ey, das hat mich abgeholt. Und jetzt kommt der Gegenspieler. Warte. Alter, Gogeta hat einfach die Augen zu. Junge, was ist das für ein Artwork? Alter, Vegeta sieht heftig aus dem Artwork. Die Artworks sind next level. Also die Artworks gefallen mir schon mal sehr. Wisst ihr das Problem? Ich habe 20 Stones, ich habe gar keine Stones, keine Ahnung. Ich war irgendwie nicht bereit fürs Jubiläum. Hört sich vielleicht komisch an, aber ist so. So, Freunde, ich mache es diesmal ein wenig anders. Und zwar habe ich euch gerade meine Reaction gegeben zu den Hauptcharakteren. Ich finde es richtig gut gelöst, dass es keine Double Gogeta Celebration ist, sondern erstaunlicherweise Gott Vegeta, Gott Goku into Transformation in Goku und Vegeta Blue. Und dann vierfacher Goku und Vegeta in Transformation into endlich LR-Vierfacher Gogeta. Was wir noch bekommen oder was wir aus dem Video haben, ist, wir bekommen hier dieses 77 Banner. Wir werden hier 77 Charaktere ziehen. Ja, letzte hatten wir so quasi 66 Ticket Banner, ne? Da konnten wir einmal Free-to-Play dort sammeln. Und der letzte Charakter war garantiert ein LR und wir konnten dasselbe mit Stones sammeln. Dieses Jahr wird es folgendermaßen sein. Man braucht nur 50 Tickets, dann kannst du diesen 77er Ticket sammeln raus dort, aber ich gehe auch davon aus, dass man diese 50 Tickets während des ganzen Jubiläums bekommt. Also würde es dauern, dass man da diesen Summon raushauen kann. Sicherlich eher gegen Ende des Jubiläums. Das Jubiläum sollte so 5 Wochen gehen ungefähr. Also mehr oder weniger zu Part 3 sollte man das raushauen können. Aber wir müssen nur 50 Tickets farmen aus Mission, aus den Login-Boni und so weiter und so fort. Wenn das Jubiläum losgeht, welches am Samstag der Fall ist, dann werde ich euch ganz genau sagen, wie das, welche Mission ihr machen müsst. Am Sonntag gibt es dann noch den Livestream. Dort werden wir dann die Animation bekommen, die Infos und Details zu dem Goku und Vegeta oder Gogeta. Um 5 Uhr morgens in der Früh ist das. Ich werde das Livestream auf twitch.tv/osolsoos. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut gerne rein. Ansonsten, ich stimme, schlaft durchaus. Ich baller das Ding dann hoch für euch. Und am Sonntag werden auch die sollten auch die Banner droppen dann. Da werde ich dann auch summon am Abend, sag ich mal. Aber ich gebe euch dann die ganzen Infos, wann genau ich live gehe am Sonntag. Was noch zu sagen gibt zu diesem Banner ist, wir bekommen hier diesmal 3 LR. What? Richtig gehört. 3 LR. 3 garantierte LR. Einmal free to play einfach mit den Tickets. Ziehst du 77 Charaktere und die letzten 3 sind garantiert LR. Und guck mal, bis zu welchen LR das geht. Ja, zu den Download Celebration LR mit Vegeta, Krillin Gohan und Gotku und Hit. Krank. Richtig gut. Und du kannst das noch mit Stones raushauen, sollte man. Und wenn ich es recht aufgefasst habe, wird es aber diesmal 300 Stones kosten. Egal, 3 LR sind crazy. Also ich empfehle natürlich jeden, haut das Free-to-Play raus und jetzt sieht einfach 3 LR. Heftig. Dann wir bekommen noch ein Story-Event. Aus diesem Story-Event, aus dem linken, bekommen wir ein SSR Chi-Chi, aus dem rechten ein SSR Vegeta. Ich gehe sehr stark davon aus, dass sie im Endeffekt dann zu Goku und Chi-Chi sich awaken werden oder Vegeta und Bulma. Richtig schön, weil die Thematik, die Hauptthematik des Jubiläums ist Goku und Vegeta. Dann, ja, das sind die halt die Free-to-Play-Charaktere, ne? Bin mal drauf gespannt. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sie einen Dokken awaken bekommen, einen Ise eventuell auch. Und das Artwork von Vegeta sieht echt geil aus. Dann haben wir noch ein Event mit einem Gohan, Goten und Trunks. Dort droppt ein SSR Gohan. Ich bin mal drauf gespannt, ob dieser Charakter zum LR wird. Wir sollten sicherlich einen Free-to-Play-LR bekommen, so wie letztes Jahr mit dem Free-to-Play-LR Mutant Roshi.
Dann bekommen wir ein Daily Event, wo wir das einmal täglich machen können. Und hier droppen EX Skill Orbs. Wenn man gegen Goku kämpft, dann bekommt man Crit Skill Orbs. Wenn man gegen Vegeta kämpft, bekommt man Additional Attack Skill Orbs. Und diese Skill Orbs sollten, wenn ich es aufgefasst habe, richtig aufgefasst habe, für Goku und Vegeta Charaktere sein. Dann bekommen wir so ein Event wie das God Event gegen jetzt die GT Bosses und auch die Movie Bosses. Dort werden wir jeweils 7 Stages bekommen und hier werden wir auch Tickets bekommen, Stones, Support Memories und so weiter und so fort. Also ähnlich wie das God Event. Ich finde es aber gut, dass es jetzt Extreme Class Gegner sind. Da können auch Charaktere wie Intname Goku mal hier zeigen, was sie drauf haben. Und dann der Banger. Nee, oder? Nein. Ich bin ehrlich zu euch, es war sehr still bis zu diesem Tage mit Dokkan. Also ich habe den Hype überhaupt nicht gespürt, weil wir zuvor keine Leaks bekommen haben und so und so fort. Ob ich es gut finde, ja. Weil ich habe auch, Leute, ich habe tatsächlich jeden Spoiler, also ich habe nichts abbekommen von dem, was Sie hier sehen gerade. Von dem Video habe ich mein Handy einfach weggepackt, GG, Tunnelblick, bis jetzt, wo ich mich hinsetze und das Video drehe. Und wir haben heute nun die Artbox bekommen, am Sonntag zum Livestream, 5 Uhr morgens, wie gesagt, sollten wir dann die Animation bekommen, die Infos, Details und. Und aber jetzt wurde ich abgeholt. Wow, das wollte ich schon zum, wann wollte ich das? Zum 4-Jährigen. Ich finde die Artbox sind richtig geil aus, ich habe es in meiner Reaction schon gesagt gehabt, deswegen halte ich mich kurz. Also ich betone es, dieser LR4-fache Goku und LR4-fache Vegeta transformieren sich in LR4-fache Gogeta. Und der Gegenspieler ist kein Gogeta Blue, sondern, nein, doch, ein LR Godku und LR God Vegeta. Weil ich finde das Artwork geil, aber was haben die Vegetas, also Real Talk, ich meine das echt ernst. Vegetas Hintern sieht ein bisschen komisch aus und sein hier so im Bereich. Gott, haben die richtig spicy getroffen. Und die werden zu LR Goku und Vegeta Blue. Ich finde das richtig gut gelöst. Gott sei Dank keine Double Gogeta Celebration. Tut mir leid für diejenigen, die Gogeta Blue haben wollten. Nee, Gott sei Dank. Weil diese Transformation hat ein Highlight gebraucht in Dokkan. Die Gott-Transformation. Und das haben sie bekommen. Die Hauptthematik ist Goku und Vegeta. Ich finde, sie haben das sehr gut gelöst. Ich bin sehr drauf gespannt, was die Charaktere drauf haben werden. Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns die Tage. Wir sehen uns die Tage. Am Samstag geht das Jubiläum los. Dort kommt ein Das müsst ihr tun Video für euch. Am Sonntag gibt es die Reaction als auch die Live-Summons. Wow, ich bin bereit. Meine Stones leider nicht. Trotz dessen, der Hype ist da. Ich wurde abgeholt. Heute wurde ich abgeholt. Ich sag's mal so. Also freut mich auf Dokkan-Content. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mich wissen, wie ihr das empfindet. Ob ihr eher auf Goku und Vegeta geht. Auf die Blue-Version. Ganz ehrlich, pfeift mal auf die. Das ist richtig geil aus der Szene. Das hat's mir angetan, ja, die God-Version. Und hier, schau dir mal Vegetas Grinsen. Ey, Vegeta haben die hier so gut getroffen. Wow, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich werde auf beide gehen. Ne? Bin mal drauf geschaut, ob ich beide ziehe oder ob wir so einen Chef bekommen wie letzter mit Evo. Ich hoffe nicht. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.